Auf jeden Fall, um dem Thema des Spiels zu entsprechen, habe ich mir einen schönen Tee gemacht. Einen Orangen-Ingwer-Tee habe ich mir gemacht. Den wird sich die Antonia sicher freuen, wenn sie das hört. Und ja. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Also, nachdem der Matzke den Unfall hatte mit der Matte, der Matzke mit der Matte, hatte den Unfall am Sportplatz. Eigentlich sollten wir uns die Matte näher ansehen können, aber es scheint nicht zu funktionieren. Tja, dann müssen wir wohl woanders hin. Ich hätte gesagt, wir gehen nochmal in die Schule, weil die Antonia ist sicher nicht mehr da. Das heißt, das andere ist sicher da. Oh. Na dann. Habe ich jetzt zu leise gemacht? Nein. Hast du dir den Tee hier in der Teeküche gemacht? Ah, falsche Taste erwischt. Warum gehst du jetzt auf unsere Schule? Wir sind umgezogen. Die Direktorin meiner alten Schule war schrecklich. Ja, schaut gut aus Bad im Stream. Vibrations, verstehst du? Euren Direkt habe ich noch nicht gesehen. Ich muss sogar. Aber diesen Herrn Novak oder wie der heißt. Ich muss lustigerweise. Sei leise bitte, ich will reden. Wahrscheinlich ist Herr Novak nur hier im Internat so bieder und lässt daheim die Sau raus. Ja, natürlich. Ich schaue mir auf meinem Handy meinen Stream an. Muss dafür aber in ein anderes Netzwerk gehen, weil es sonst zu langsam ist. Aber es scheint sogar zu funktionieren ohne Ruckeln, also bin ich sehr erstaunt darüber. Hätte ich mir nicht gedacht. Andererseits streame ich auch nur mit 2000 Kilobits pro Sekunde in 1024x768 Auflösung, also jetzt nicht die allerhöchsten Anforderungen. Aber dafür schaut es eigentlich eh ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich meine, gut, das ist fucking TKKG. Es ist TKKG, da braucht man das einfach nicht. Habe ich gemerkt. Allein schon deshalb nicht, weil sich nie was bewegt. Also, wenn ich mir das am Handy anschaue, dann sieht es ziemlich gut aus eigentlich. Ah ja, wie gesagt, bei TKKG kann man mit der Bitrate nichts falsch machen. Das ist absolut unmöglich. Wirklich. Ist lustig. Okay. Ja. Ich muss schauen, wie es weitergeht. Kennen Sie eigentlich unsere. Sie verkaufen auch Alkohol. Schon morgens um 6 verlangt manch Bauarbeiter Bier und Schnaps. Sogar Jugendliche versuchen sich auf dem Weg zur Schule mit Hochprozentigem einzudecken. Da ich die Gesetze aber sehr ernst nehme, kriegen sie bei mir nichts. Ja, bloß ziehen die Kids dann wahrscheinlich einen Laden weiter, wo man es nicht so genau nimmt. Ja, aber das kann ja nicht ihr Problem sein, wie gesagt, Tim. Bin nicht sicher, ob wir hier was zu tun haben, aber es ist sicher keine schlechte Idee da mal. Aber bei. Ja, nein, es ist eigentlich wirklich unnötig. Es wäre sinnvoller, wenn wir zum Sportplatz gehen und zu diesem Parkplatz hier. Weil das ist einfach die neue Location. Hier. Das ist einfach die neue Location, da muss irgendwas sein. Es wäre dumm, das zu ignorieren, das meine ich damit. Es sollte irgendwas hier sein. Sonst ist hier nichts, glaube ich. Nicht gerade der klassische Wagen für den Citybummel. Ja, er kommt aus dem Gelände anscheinend. Vielleicht müssen wir mit einer anderen Person hin. Bloß gut, dass Matzke darauf bestanden hat, die Matte selbst einzuweihen. Sonst hätte es noch einen Schüler erwischen können. Ah, du bist aber auch nicht gerade nett. Wir parken unsere Pauker. Die haben bestimmt Pläne gemacht, wer wo parken darf. Pauker? Lehrer. Da geht viel rein. Getränkekästen unterzubringen ist kein Problem. Ja, und?
So viel zum Thema weiche Matte, heile Birne. Bei dieser Hitze sollte ein Wagen besser Klimaanlage haben. Vom Schokoriegel im eisgekühlten Handschuhfach mal abgesehen. Ich glaube, die Kiste käme auch gut in den Bergen zurecht. Ja, was genau? Ich verstehe nicht, wofür dieser Ort gut sein soll. Moment, was? Konnten wir gerade was anklicken? Nein. Herr Matzke muss tierisch sauer sein. So schnell wird er sich nicht besänftigen lassen. Autos und Sport hübsch nebeneinander. So planen nur Männer. Der Wagen gehört Herrn Nowak. So eine Karosse würde man ihm gar nicht zutrauen. Aber ich habe ihn mal einparken sehen. Ganz souverän. Gabi ist die Einzige, die da was herausfinden kann. Das freut mich. Aber auch nicht wirklich was Wichtiges. Außer, dass es ihm gehört. Bringt das ohnehin nicht weiter. Es müsste im Internat sein. Vielleicht ist das jetzt offen? Also wir können gar nicht hinschauen. Wir können uns auch nicht umdrehen. Ich will aber auch nicht schauen, ob sie eine neue Frage hat, wenn ich nicht fucking skippen kann. Das ist schon nervig. Im achten Teil war es okay. Aber wenn das jetzt... Nein, war das im achten? War es nicht im neunten Teil? Ich glaube, es war im neunten Teil. Es war im neunten Teil, ja. Aber wie dumm, dass sie das jetzt einfach im zehnten auch eingeführt haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Hast du dir den Tee hier in der Theke? Warum gehst du jetzt auf unsere... Nächte im Wunderland. Für mich ein absolutes Muss nach der Schinderei auf dem Sportplatz. Naja, aber eigentlich ist die Teeküche doch nur den Lehrern vorbehalten. Du nimmst dir ganz schön was raus. Ich mag Tee eigentlich nicht so. Also, Kaffee ziehe ich 100-mal vor. Wenn ich ehrlich bin. Außer Schwarze vielleicht, aber Tee an sich, es gibt mir einfach nichts. Ich sehe keinen Sinn darin. Eben, außer eben Schwarztee, weil der ja belebt. Oder grüner Tee. Ich glaube, macht das Gegenteil, ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt Früchtetee oder so, er ist zwar gut und passt auch gut zum Beispiel in den Winter. Nach dem Skifahren oder so, aber ansonsten erfüllt er jetzt nicht wirklich einen Zweck für mich. Kennst du dich auch mit Erster Hilfe aus? Vielleicht müssen wir dann noch eine Frage stellen, eine andere. Hast du Lust? Was weißt du über Baldrian? Das habe ich auch schon gefragt. Benutzt du Teebeutel? Das habe ich auch schon gefragt. Bist du Hellseherin, dass du wusstest, dass jemand Matzke einen üblen Streich spielen würde? Ah, das ist wichtig. Lass mich raten. Ist er auf die Nase gefallen? Ja, das hat er nun, dieser Tyrann. Schau mich nicht so an. Ich muss dir jetzt auch ein Geheimnis verraten, Karl. Ich habe diesen Streich nicht ausgeführt, aber in Auftrag gegeben. An höhere Mächte. An höhere Mächte? Mensch, Antonia, was soll das? Mir wäre viel lieber, du gibst einfach zu, dass du es warst. Okay, das war definitiv die richtige Frage, die wir gestellt haben. Wir sind ganz schön sauer auf dich. Du kannst doch uns von TKKG keinen Bären aufbinden. Von wegen, höhere Mächte sind für einen Streich verantwortlich und so. Aber es gibt einen Wunschbrunnen im wilden Gelände, da wo die alte Siedlung war. Ich hab's von Kindern auf dem Schulhof. Man muss den Namen seines Opfers aufschreiben und mit etwas Geld den Brunnen hinunterlassen. Dabei sagt man dreimal die magischen Worte. Nun wird sein des Paukers Pein. Das habe ich mit Matzkes Namen ausprobiert. Hey, wo willst du hin? Dreimal darfst du raten. Okay. Ja, das ist tatsächlich die Story-Anzeige. So ein Scheißdreck. Ein Ort wie geschaffen, um ans Übernatürliche zu glauben. Naja. Nicht ganz ungefährlich für kleine Kinder. Kleine Kinder wie Antonio, oder?
Gibt's hier sonst noch was außer den Kübel? Nö. Sollen wir es jetzt ernsthaft ausprobieren? What the fucking hell is going on? Wir müssen Münzen rein. Ah, wir müssen Häuptling Geld. Häuptling Tim sehen großes Geheimnis in kleine Busch. Tim ist ja auch gestört. Mach Petzold, mach das. Das meiner Biologielehrerin wird das nicht zusammenpassen, Lehrerin. What the hell? Ja, das passt auf jeden Fall hierher. Mach das meiner Biologie. What? Wo ist das jetzt? Lehrerin. Vielleicht müssen wir nicht alles zusammenfügen. Was Peinliches passiert. Peinliches schreibt man groß. Mach, dass die... Dass der... Da hat sich aber jemand Mühe gegeben, die richtigen Worte zu finden. Ein Teil fehlt. Mensch, an unserer Schule gibt es tatsächlich eine Frau Petzold. Wer weiß, was ihr passiert? Sie dürfte gerade die Hofaufsicht führen. Wir müssen sie warnen, wovor auch immer. Moment, ich würde es lesen. Macht, dass meiner Biologielehrerin was Peinliches passiert. Macht, dass der Aufge... Was? Der Auf... Frau Petzold soll leiden. Frau Petzold, Büro... okay. Schulhof. Oh Mann, ausgerechnet Kai muss ich hier begegnen. Ah, Kundschaft. Während die Petzold auf dem Klo hockt, könnten wir zwei ins Geschäft kommen. Du drückst mir ein paar Scheinchen ab und ich vergesse, dass ich dir noch den anderen Arm brechen könnte. Glaubst du nicht ernsthaft, dass ich mich darauf einlasse, du kleines Arschgesicht? Und wenn ich Novak davon erzähle? Herr Tim, du bist... Keine Ahnung, wie groß... Bist sportlich, den Typ hau ich in den Boden und tschüss. Wie viel willst du haben? Okay, ist es dein Ernst, Tim? Und pass mal auf, Kumpel. Wenn du Lust hast, mit meinem Freund hier Bekanntschaft zu machen, dann garantiere ich dir ein voll krasses Erlebnis. Ohne Happy End. Lass stecken, ist schon gut. Die Petzold kann dir auch nicht helfen. Gib mir Kohle, dann überlege ich's mir nochmal. Warte bloß, bis mein Gips ab ist. Ah, das ist das Problem. Soll ich jetzt ernsthaft Geld holen? Gehen wir nochmal hin und fragen wir ihn, wie viel er will. Wie viel willst du haben? Wie viel hast du denn dabei? Vergiss es, Kumpel. Mit ihm vielleicht. Kai, der Abzocker. Hey, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Bei einem Sauerlich wäre eigentlich Wegezoll fällig. Ich meine, wenn die Petzold schon mal den Lokus beehrt, sollte für mich was dabei rausspringen. Hast du keine Angst, dass die Petzold jeden Moment raus... Hast du das mit Herrn Matzke mitbekommen? Auf sowas habe ich ein Auge. Coole Nummer. Mich interessiert alles, woraus sich Profit schlagen lässt. Naja, es wird schon jemand auf seine Kosten gekommen sein. Sekunde, Leute. Ich muss kurz was richten.
Oh, ich kann ihm echt das Geld geben, what the fuck. Hier hast du meine Mäuse. Dafür musst du mich aber durchlassen. Na siehst du, es geht doch. Die Firma dankt. Litschleich ist es aber. Beehr mich bald wieder. Und pass auf, was du da drin sagst. Sonst setzt es doch noch was. Ja, Mann. Frau Petzold! Frau Petzold! Hören Sie! Jemand will Ihnen einen Streich spielen. Sie müssen unbedingt aufpassen. Sag mal, Willi Sauerlich, was hast du denn hier verloren? Nun sei ein lieber Junge und sieh zu, dass du rauskommst. Das hier ist für Damen. Hus, hus! Wieso geht er raus? Wieso versucht das nicht weiterhin? Das gibt's nicht. Willi, du Volltrottel. Geh doch mal rein. Beehr mich bald wieder. Oh, ich kann echt wieder rein? Da drin sagst. Ich kann echt noch... Setzt es doch noch was. Halt die Fresse. Ja, Mann. Oh, es ist absurd. Wir haben hier nichts verloren. Raus mit dir. Mist. Und dafür habe ich nun mein Geld geopfert. Sie ist eine Frau, flittert sie Glück. Hallo Kai, na, immer schön geschmeidig? Wo steckt denn die Petzold mal wieder? Die hockt auf dem Klo und sorgt für einen ganz besonderen Duft. Wieso ist er mit der Gabi so freundlich? Keine Chance. Weißt du, was dir blüht, wenn dich der Direx mit deinem Waffenarsenal erwischt? Markierst du noch immer den großen Abzocker? Such dir ein eigenes Revier. Hier ist schon besetzt. Da solltest du erst mal das Revier von meinem Vater sehen. Das Polizeirevier. Wieso zeigt sie nicht... Kannst du ihn anzeigen? Der Typ ist ja wahrscheinlich noch nicht 18. Also ich bezweifle, dass er eine Waffe tragen darf. Weißt du, was dir blüht, wenn dich der markierst? Vor allem ist er auf einem Schulgelände. Weißt du, was dir blüht, wenn dich der Direx mit deinem Waffenarsenal erwischt? Quatsch mich nicht blöd von der Seite an. Sieh mal, wenn die Bullen kommen, dann weiß ich ja, wem ich das zu verdanken habe. Gabi Glockner. Na, wie gefällt dir das? Oh. Cool. Ich habe anzeigen könnte ich sie nicht. Ich könnte nur die Behörden darauf aufmerksam machen, aber anzeigen könnte ich ihn nicht, weil er eine Waffe bei sich führt. Oh nein, bloß weg! Dich hat man wohl mit einem Stück Brot vom Baum gelockt. Lass mich jetzt durch, sonst verpasse ich dir selber einen Satz warme Ohren. Hör mal, ich habe nicht vor, dir in die Quere zu kommen. Ich gehe nur aufs Klo, weiter nichts. Lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe. Das wird nichts funktionieren. Das soll ein Messer sein? Oh, shit. Lass mich jetzt durch, sonst verpasse ich dir selber einen Satz warme Ohren. Das würde ich schön bleiben lassen. Fuck. Aber ich glaube, ich habe noch mehrere. Ich habe noch eine Chance. Weißt du, was dir blüht, wenn markiert weißt? Quatsch mich nicht blöd von der Seite an. Sieh mal, wenn die Bullen kommen, dann weiß ich ja, wem ich das zu verdanken habe. Gabi Glockner. Na, wie gefällt dir das? Okay, dann versuchen wir es auf eine weichere Tour. Lass mich jetzt... Hör mal, ich habe nicht vor, dir in die Knie... Okay, machen wir uns locker. Kein Hindernis, keine Bullen. Ich sag ja gar nichts. Ich dachte mir, dass das funktioniert. Zu Ihnen wollte ich. Kindchen, was gibt es denn so Dringendes, das nicht bis nachher warten kann? Wir nehmen an, dass Sie das nächste Opfer... Sie hört mir ja gar nicht zu, wie im Unterricht. Hallo? Sollten Sie nicht den Hof beaufsichtigen? Ist das Ihr Parfum, was so gut riecht? Was ist das für eine lächerliche Frage? Ach, die lieben Kleinen stellen schon nichts an. Naja, aber... Oh, man kann mit dieser Frau nicht reden. Geh mal halt nochmal hin. Auf jeden Fall, Gabi hat hier Erfolg, das steht fest. Ich sag ja gar nichts. Sollten Sie... Ist das Ihr Parfum? Es kommt aus Paris und heißt Bleu de Cou. So, jetzt habe ich endlich Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Problemschüler im Unterricht? Kennen Sie Antonia, die Neue? Glauben Sie, dass Herr Novak bald unser neuer Direx wird? Versprechen Sie mir heute besonders auf sich aufzupassen? Hat Frau Müller-Borello heute Nachmittag nicht auch Aufsicht?
Kennen Sie Antonia? Haben Sie Problemschüler im Unterricht? Kennen Sie Antonia? Ach, sie ist eine so nette Person. Wenn sie sich etwas besser anziehen würde, hätte sie großen Erfolg bei den Jungs. Naja, sie ist sich halt selbst treu. Naja, der Sinn für Realismus hat diese Dame auf jeden Fall. Ich sag ja gar nichts. Problemschüler. Haben Sie... Alle Kinder mögen mich. Wieso auch nicht? Tja, wieso auch nicht? Ich finde sie frech. Ich finde sie... Die Charaktere von TKKG finde ich in dem Spiel frech, aber das gefällt mir irgendwie. Sie waren halt erwachsen. Gar nichts. Kennen Sie an... Haben Sie Problemschüler im Unterricht? Finde ich echt gut. Sehr, sehr realistisch gemacht, das mit dem... mit den Antworten hinterher. Glauben Sie, dass Herr Novak bald unser neuer Direx wird? Ich finde ja, unser Herr Matzke wäre besser geeignet. Er ist so engagiert. Nicht so kleinkariert wie Herr Novak. Überall, wo ich dem begegne, finde ich kleine Fläschchen. Alkohol, wohlbemerkt. Aber ich will nichts gesagt haben. Sonderbar. Ja, aber das wussten wir selber schon eigentlich. Ich sag ja gar nichts. Glauben Sie das, Herr... Versprechen Sie mir heute... Lieb von dir, Kindchen, dass du dich um mich sorgst. Aber ich bin die Vorsicht in Person. Darum führe ich auch gleich Aufsicht in eurem Klassenraum. Die Freizeit-AG, ich weiß, Frau Petzold, seien Sie vorsichtig. Wir von TKKG haben den Verdacht, dass Ihnen jemand einen üblen Streich spielen will. Die gehört What jetzt mir. Schwein, lass los. Du kriegst dein Geld schon noch. Merkst du nicht, dass du störst? Komm, geh uns aus der Sonne. Das könnte euch so passen. Sie kann da am meisten ausrichten. Oh, wir können ihn nicht schlagen. Auseinander, alle beide. Aua. Ah, bist du verrückt? Das hat irre weh. Das sollte es auch. Beim Ninjutsu lernt man, wo die Schmerzpunkte liegen. Lässt du Vincent jetzt in Ruhe? Voll die Amazone, ey. Und tschüss. Hahaha, so ein Spaß. Keine Angst, Kai ist auf und davon. Machst du Kampfsport oder so? Ja, aber nur um Streithähne wie euch davor zu bewahren, sich die Köpfe einzuschlagen. Kennst du Antonia, die Neue? Hast du was von dieser Wunschbrunnengeschichte mitbekommen? Sag bloß, ihr von TKKG glaubt diesen Quatsch. Wir glauben, dass jemand mit dieser Story eine gute Einnahmequelle gefunden hat. Das könnte sein. Hast du was von dieser... Kennst du Antoni? Die ist irgendwie verdreht. Findest du nicht? Nein, nicht verdreht. Eben nur anders. Also verdreht. Ah, wir können da reingehen. Nichts gegen Schulspeisung, aber meine Mutter kocht besser. Kaputt. Ist auch besser, wenn Siebtklässler sich noch keinen Kaffee ziehen können. Ah, wir können nicht mehr, können wir nicht mehr rein. Die Frau ist mittlerweile im Dings, im Internat schon, glaube ich. Können wir hier nicht? Nein, ich glaube nicht. Kennst du Antonia? Hast du was? Kennst Die ist irgendwie verdreht. Findest du nicht? Nein, nicht verdreht. Eben nur anders. Ich hoffe, wir waren nicht zu streng mit Antonia. Okay, sie ist jetzt weg. Das heißt... Aber sollten wir nicht in den 9B gehen können, weil da ist ja jetzt Aufsicht.
eigenartig. Ja, nein, also anscheinend. Vielleicht müssen wir wieder zum Wunschbrunnen, ich glaube eher nicht. Wie die Ruhe vor dem Sturm. Wer weiß, was noch alles auf unsere Lehrer zukommt und wer dahinter steckt. Diese scheiß Türen, die zuknallen. Ob Novak und Matzke und wer sonst noch tatsächlich an diesem Ort verwünscht worden sind? Nö. Ist da wer? Oh Gott, wahrscheinlich beobachtet mich ein Vogel oder eine Maus. Okay, also wir können da nicht mehr hin. Ich bin irgendwie aufgeregt. Ich glaube, da ist nichts. Oh, Moment mal. Habe ich mich da gerade getäuscht oder konnte ich da was anklicken? Na, eher nicht. Schaut nicht so aus. Flips. Das wird Kai eine Lehre gewesen sein. Ach, der lässt nur ab, wenn er sein Geld bekommt. Auf dich hat er es wohl besonders abgesehen. Hast du immer dein ganzes Taschengeld bei dir? Musst du die Zahnspange noch lange tragen? Hör bloß auf. Es dauert noch Monate, bis die rauskommt. Naja, wenn's der Schönheit dient. Die Küche kriegt wohl gerade eine Lieferung. Mit einem Kakao für den kleinen Durst am Nachmittag wird's wohl nichts. Alles in Ordnung, Vincent? Ja, Tim. Ich bin okay. Das ist ja noch mal gut gegangen. Warum hat es denn Kai auf dich abgesehen? Hast du etwas von Schülerstreichen gehört? Warum? Ach, der scheint förmlich zu riechen, wenn ich ein paar Piepen habe. Er erwartet einen Anteil. Das kann nicht ewig so weitergehen. Die übliche Geschäftigkeit. Defekt. Na super. Haben es die Kids mal wieder geschafft. Keine scheiß Ahnung, was ich machen muss. Nochmal Schwein gehabt, was? Ich wusste gar nicht, dass Gabi sowas drauf hat. Darum kommt ihr Einsatz umso besser. Sag mal, wird es für dich nicht höchste Zeit? Wie hat dich denn Kai abgefangen? Zeit wofür? Zeit, dass wir Kai mal gemeinsam zum Teufel jagen. Zeit, dass endlich deine Zahnspange rauskommt. Zeit für die Computer-AG. Zeit, dass wir Kai mal gemeinsam zum Teufel jagen. Zeit, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Zeit, dass wir ein paar Lehrer von diesem Vorfall unterrichten. Auf gar keinen Fall. Ich hab's schon schwer genug. Pussy. Sag mal, wird es für dich nicht höchste Zeit? Zeit wofür? Zeit, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Streber. Zeit wofür? Zeit, dass wir Kai mal gemeinsam... Er jagt ja uns zum Teufel. Zeit wofür? Zeit für die Computer-AG. Zeit, dass endlich deine Zahnspange rauskommt. Zeit. Mensch, du hast recht. Sonst hockt jemand anders vor meinem PC. Danke, Karl. Man sieht sich. Das große Essenfassen ist vorbei. Na, den Abwasch sollen die mal allein machen. War das Teil überhaupt schon mal richtig in Schuss? Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Was sagt er hier? Komisch. Ins Klo kann man nicht gehen.
Gehen wir doch vielleicht hierher. Oh, die Tür, oh, es ist offen. So sind sie, die Computer-Kids. Ha. Hocken bei diesem Wetter lieber vor dem PC und klicken sich durch die bunte Multimedia-Welt. Windows 98. Was ist das denn? Mensch, das ist doch die Petzold. Stimmt. Nennt er sie darum das Stinktier? Weil sie so gerne auf dem Klo hockt? Eigentlich, weil sie viel zu viel Parfüm nimmt. Aber das hier trifft es bald noch besser. Das glaube ich nicht. Was ist das? Das ist ja ein Fahr? Hat man dann gar keine Privatsphäre mehr? Wer war das? Ihr meint wohl nur, weil ich Biologie unterrichte, weiß ich nicht, was sie so alles mit dem PC ausdrücken könnt, was? Wer hätte gedacht, dass sie so ein Schund liest? Schade, dass wir keinen Ton haben. Na los, das wird noch ein Nachspiel haben. Raus! Los, ganz schnell, weit weg. Komisch. Auf einmal fehlt Antonia mir. Was? Die Bitch hat das Ganze verursacht. Was ist los mit dir? Was soll das jetzt heißen? Wenigstens war die Petzold so konsequent, die Stunde abzubrechen. Es dürfte entweder da weitergehen oder bei dem Platz wieder. Da geht viel rein. Getränkekästen unterzubringen ist kein Problem. Kein Wunder, dass sich Antonia an diesem Ort wohlgefühlt hat. Sieht so aus, als hätten die Bohlen mal den Brunnenschacht abgedeckt. Frau Petzold, sind Sie da drin? Lasst mich in Ruhe. Heute habt ihr genug angestellt. Die Ärmste, sie ist völlig runter mit den Nerven. Also ich kann mir bei dem Wetter auch was Besseres vorstellen, als hier abzuhängen. Lass ich keines Klo. Zutritt nur für Damen. Ah, das ist gut. Da finden wir sicher was raus. Hm, ziemlich anrüchige Angelegenheit. What the fuck? Sieh mal eine an, ein Kabel. Es führt nach oben. Gut, dann steige ich mal aufs Klo. Ich hoffe, der Deckel trägt mich. Na, was haben wir denn da? Sieht aus wie eine Webcam. Eigentlich stellt man diese handliche Kamera freiwillig am PC auf, damit andere im Internet mal sehen können, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Aber diese Webcam diente eher dazu, um anderen hinterher zu spionieren. Schau an, sogar Schuleigentum, Nummer 27. Ich weiß, wo sich feststellen lässt, wer sie ausgeliehen hat. Im Schulsekretariat. Das ist cool. Wo auch immer das sein mag, vielleicht geht's in einen Ort. Ja. Ja, Gabi Glockner, ich höre. Ich dachte, Sie könnten mir Willi. Weiterhelfen, Frau Bach. Hallo, Willi. Ich helfe, wo ich kann, aber die Briefe vom Herrn Direktor gehen vor. Hallo, Willi. Wie geht's dir, Willi? Das sind die Webcams, glaube ich. Sonst... zeigen wir das mal. Wurde diese Webcam nicht bei Ihnen ausgeliehen? Wann kann ich mit Ihnen rechnen, Frau Bach? Noch ein kleines Minütchen. Gut, aber machen Sie aus Ihrem Minütchen nicht wieder ein Stündchen. Da hörst du es, Gabi. Meine Aufgabe geht vor. Versteht sich von selbst. Ja, dann erledigt das und hoffentlich geht's jetzt. Ich schwör's dir, wenn das jetzt wieder geschieht, dann raste ich aus. Wurde diese Webcam nicht bei Ihnen ausgeliehen? Wann kann ich mit Ihnen... War ja klar! Noch ein kleines Minütchen. Gut,
Komm schon. Dann erledige den Scheiß. Das ist so unrealistisch. Es wäre keine Zeit vergangen. Das mag ich überhaupt nicht. Wann wird Herr Nowak unser neuer Direktor? Haben Sie mitbekommen, ob Karl Vierstein jetzt mit der Neuen gehen will? Mit der was? Was sie fragt? Was sie fragt? Darüber sie? Du meinst Antonia? Unser Karl? Und wenn schon? Komm, lass die beiden mal machen. Du hast schließlich deinen Tim. Ja, da haben Sie recht, Frau Bach. Vielleicht ist sie eifersüchtig. Das wäre lustig. Haben Sie mit... Wann wird Herr Nowak unser neuer... Im Lauf der nächsten Wochen. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Kein Wunder, dass Herr Nowak jetzt besonders auf sich Acht gibt. So kurz vor seiner Beförderung. Verstehe. Ein Fehltritt hätte fatale Folgen. Willst du einen Alkoholiker zum Direktor befördern? Das geht ja gar nicht. Och, mein armer Tim. Tut es noch sehr weh? Nein, Frau Bach, aber das nächste Mal stelle ich mich lieber nicht auf Ihren Hüpfball, wenn ich Ihnen schon Ordner vom Schrank reichen soll. Ach, Tim, du Grundguter. Am liebsten würde ich dich knuddeln. Oh mein Gott. Aber nichts gegen meine rückenfreundliche Sitzgelegenheit. Die ist offiziell von der Schulleitung abgesegnet. Wo knuddeln? Da? Dazwischen oder was? Wurde diese Webcam nicht bei Ihnen ausgeliehen? Die Briefe, Frau Bach. Die Briefe. Ich bin so gut wie fertig. Das sagten Sie bereits vor einer Viertelstunde. Also, Tim, du siehst. Ach, nun guck mich nicht so an. Also gut, das bin ich dir wohl schuldig. Okay. Dann gib mal her. Ich muss mit dem Schüler sprechen, der die Webcam ausgeliehen hat. Bitte. Die 27. Mal sehen. Ah, hier, ja. Fabienne Schäfer. Also, ich kann Fabienne mal ausrufen. Ist das okay? Ja. Sie sind ein Engel, Frau Bach. Ich weiß nämlich nicht, wer diese Fabienne sein soll. Fabienne Schäfer. Fabienne Schäfer. Bitte melde dich im Sekretariat. Oh, die muss gerade Schiss bekommen. Bist du deppert? Jetzt wird's interessant. Aber ich gehe mit der Gabe hin, weil sie den Fund gemacht hat. Oh. Können wir nicht? Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein, vielleicht ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Schau mich nicht so blöd an. Geh mal mit der Gabi aufs Gelände. Nö. Ah, sie kann uns nicht mehr, vielleicht ist sie da drin. Nein, da werden aber Lautsprecher insofern. Vielleicht müssen wir mit Tim jetzt, ich weiß nicht. Ist ja wie ausgestorben. Oder am Schulsportplatz? Nee. Ah, da vielleicht. Nein. Nicht gerade der klassische Wagen für den Citybummel. Ich wüsste, wo sie sein könnte. Vielleicht ist sie da oben. Nö. Nee. Sie könnte eigentlich eh hier sein. Tja, für heute dürfte sich der Computerspaß erledigt haben. Fabienne Schäfer, wo bist du? Gibt's nicht. Ist Fabienne schon aufgekreuzt? Nein. Schau nicht so gemein. Ist sie überhaupt nicht auf dem Gelände. Schau nicht so gemein. Was ist los mit dir? Was sagt denn unser Direktor zu den vielen Schülerstreichen? Sind Sie schon mal Opfer eines Schülerstreichs geworden? Gestern wollte ich einen Fehler mit Korrekturflüssigkeit wegmachen und male plötzlich alles rot. Als ich mir heute die Fingernägel rot lackieren will, trage ich weiß auf. Kurzum, in beiden Fläschchen war mit einem Mal genau das Gegenteil. Na, das Herzchen soll mir mal unterkommen. Naja, jedenfalls tragen Sie es mit Humor. Der Direktor wünscht nicht gestört zu werden. Darf ich im Lehrerzimmer warten, bis Fabienne kommt? Ah. Bitte. Ach, ehe du mir den letzten Nerv raubst.
Aber das gilt nur für dich, Sportsfreund. Tee, nicht KKG. Oh, Frau Müller-Borello. Fabienne Schäfer. What the fuck? Fabienne Schäfer, bitte melde dich im Sekretariat. Nochmal? Hallo, Tim. Hast du die Durchsage veranlasst? Ja. Ganz recht. Wir von TKKG sind den Verursachern von Streichen auf der Spur. Die Aktionen scheinen in Auftrag gegeben zu werden. Gegen Bares. Tja, Frau Bach meint, ich könnte hier warten. Ist Ihnen das recht? Aber Tim, was sollte ich dagegen haben? Ein wenig Gesellschaft tut mir ganz gut. Fabienne Schäfer, bitte melde dich, du Schwein. Müssten Sie nicht den Haupteingang beaufsichtigen? Kennen Sie Fabienne Schäfer? Oh weh, das ist mir völlig entfallen. Tschüss. Ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Tschüss. Sie können mir jederzeit Ihr Herz ausschütten. Bleib trotzdem sitzen, auch gescheit. Jetzt muss ich nochmal hingehen, das gibt's ja nicht. Oh, cool. Sorgen Sie sich um Herrn Novak? Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Sorgen Sie sich um Frau Petzold? Sorgen Sie Sorgen Sie sich um Ihre Sicherheit? Sorgen Sie sich um Frau Bach? Sorgen Sie sich um Frau Petzold? Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Sorgen Sie sich um Herrn Novak? Was ist das für eine Scheiße? Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Sorgen Sie sich um Frau Petzold? Das ist ja absolut gestört. Sorgen Sie sich um Frau Bach? Sorgen Sie sich um Ihre Sicherheit? Sorgen Sie sich um Frau Matzke? Sorgen Sie sich um Ihre Sicherheit? Bin ich denn in Gefahr? Wir passen auf. Versprochen. Geil, jetzt kann ich 5-mal hingehen, um diese Fragen zu stellen. Das gefällt mir an TKKG, wirklich. Genau das habe ich mir gewünscht. Sorgen Sie sich um Frau Bach? Wer ist Frau Bach, bitte? Sie sollte mehr auf ihr Gewicht achten. Aber ansonsten ist sie im wahrsten Sinne des Wortes ein Pfundsweib. Und sie ist wirklich nicht auf den Mund gefallen. Sie ist sehr hilfsbereit. Stimmt, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Wieso? Das hat ja nichts mit ihr zu tun. Sorgen Sie sich um Frau Petzold? Frau Petzold ist ein Kapitel für sich. Achso, das ich war die kann Frau sie Petzold. Nicht leiden. Und ehrlich gesagt, hege ich auch für sie keine große Sympathie. Die Dame führt sich auf wie im Kindergarten. Dabei hat sie es mit fast erwachsenen Jugendlichen zu tun. Der Streich, dem sie zum Opfer gefallen ist, zeugte allerdings weniger von Reife. Man hat sie heimlich auf dem Klo gefilmt. Also Frau Bach ist die Sekretärin, das wusste ich nicht. Ja, die ist hilfsbereit, sehr sogar. Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Sorgen Sie sich um Herrn Matzke? Ich habe ihn vorhin im Sekretariat brüllen hören. Offenbar war die neue Sportmatte ein Schuss in den Ofen. Von dem Geld hätten wir einen ganzen Satz The Wind in the Willows kaufen können. Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham? Zeit wird's. Meine Ausgabe war total zerflettert und bekritzelt. Aber die Matte ist keine Ausschussware. Irgendjemand hat nachgeholfen und die Matte manipuliert. Sorgen Sie sich um Herrn Novak? Sieht man mir das an? Es stimmt. Ich habe Herrn Novak einen Kuli geliehen und ihn mir eben zurückgeholt. Von seinem Schreibtisch, an dem er vorhin Klausuren korrigiert hat. Dabei habe ich etwas entdeckt. Tim, bitte sieh es dir selber an. Ich brauche eine zweite Meinung. Sie machen es aber spannend. Na gut, wenn Sie mir Rückendeckung geben. Moment mal, was hat sie entdeckt? Oh. Mal sehen. Ein leerer Flachmann, wieder mal. Meinen Sie den Flachmann im Eimer, Frau Müller-Borello? Sieh in die Schublade, aber psst. Fabienne Schäfer. Fabienne Schäfer, bitte melde dich im Sekretariat. Gehören die alle Herrn Novak? Sollte er wirklich heimlich trinken? Nicht wahr? Du teilst meine Befürchtung. Ich wollte keine falschen Schlüsse ziehen und bin jetzt noch am Zweifeln. Oh, Tim, mir fällt gerade ein, Herr Novak wird sich jetzt in seinen Wagen setzen. Er wollte doch nach Hause. Was, wenn er betrunken ist? Sie haben recht. Wir müssen ihn stoppen. Halten Sie hier die Stellung, falls er doch nochmal zurückkommt. Ah, deshalb müssen wir am Parkplatz gehen. Nun sieh sich das einer an. What the fuck? Herr Novak, ist alles in Ordnung? Geht es Ihnen gut? Was ist denn mit Ihrem Wagen passiert?
Es wird Zeit, dass wieder Zucht und Ordnung herrschen an dieser Schule. Die Schülerstreiche werden zunehmend gemeingefährlich. Ein Wunder, dass sie mir nicht gleich noch die Reifen zerstochen haben. Wie soll das enden? Herr Novak, da ist noch die Sache mit den Schnapsflaschen. Das ist euch aufgefallen? Gute Arbeit, TKKG. Wo ich bin, tauchen sie plötzlich auf. Diese Streiche gehen zu weit. Wie stehe ich da? Nachher hält man mich noch für einen Trinker. Ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause und überlege mir sehr genau, was ab morgen alles anders wird. Der Typ spricht doch irgendwie eigenartig. Was ist das bitte? Was ist denn das für ein Zeug? Ja, geh hin und schau nach vielleicht. Wie wär's? Schau das wie Pudding oder was? Kannst ja eine Nachspeise gönnen, Tim. Würde ich sagen. Er schaut sich nicht nochmal an. Was ist denn das für ein Zeug? Ja, wenn du dir die Frage stellst, kannst du sie auch beantworten. Komm schon. Gehen wir nochmal ins Sekretariat. Vielleicht ist diese Bitch jetzt endlich da, das gibt's ja nicht. Herr Novak war eindeutig nicht betrunken, aber sehr wütend. Man hat sein Auto mit einer schleimigen Masse bedeckt. Er wollte jetzt erstmal mit dem Bus nach Hause fahren. Sicher will er in Ruhe überdenken, wie er reagieren soll. Immerhin steht er kurz vor seiner Beförderung. Nun gut, die Englischarbeiten korrigieren sich nicht von selbst. Tschüss. Das wird ein langer Nachmittag. Achso, sie bleibt immer noch hier. Na gut. Und ich kann sie auch nicht fragen. Vielleicht, wenn ich nochmal hingehe und sie was frage. Was sagt denn unser Direktor zu den vielen Schülerstreichen? Sind Sie schon mal Opfer eines Schülers? Was? Er registriert sie und ist ein wenig ungehalten. Ich glaube, er überlässt es demnächst seinem Nachfolger, da mal tüchtig durchzugreifen. Herr Novak, ja. Okay. Ich glaube, die Frau möchte nicht mehr mit mir sprechen. Oder? Ja, es gibt hier auch nichts zu tun. Bis endlich diese Antonia, nein, nicht Antonia, bis diese, ja, auftaucht. Gehen wir mal dahin. Vielleicht ist sie hier. Oh, hallo. Ah, hallo. Ist hier niemand? Bringe nur die Getränke. Hab keine Zeit. Und weg ist er. Okay. Na, jedenfalls geizt der Automat sogar ausgeschaltet nicht mit Bechern. Okay. Was bringt uns das jetzt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was wir jetzt gemacht haben. Wie schauen wir uns jetzt eigentlich... Ah, so kommen wir zurück, genau. Okay, wir haben jetzt den Kaffeebecher da. Können wir das ein? Wir können das einfangen. Cool. Einen Behälter hätten wir. Aber womit machen wir das Zeug rein? Okay, wir brauchen definitiv jetzt als nächsten Schritt etwas zum... Ja, vielleicht den Löffel eigentlich. Löffel würde mir einfallen als erstes im Schulhof. Oh, hallo! Ist hier niemand? Bringe nur die Getränke! Hab keine Zeit! Und weg ist er. Was ist mit den Löffeln? Da ist er. Mit einem Löffel machen wir uns nicht so schnell die Finger schmutzig. Okay, das müssen wir noch untersuchen lassen, wahrscheinlich bei der Gabi, bei Gabis Mutter. Lecker. Was ist das bitte? Okay. Die erste Person, die mir in den Sinn kommen würde, wäre Gabis Mutter, weil sie ein Lebensmittelgeschäft hat. Hey, wo ist denn die Katze? Ich bin sie endlich losgeworden. Eine Katze hat nichts im Reisemarkt verloren. Und wie? Kennen Sie eigentlich unsere Lehre? Sie verkaufen auch Alkohol? Schon morgens um 6 verlangt manch Bauarbeiter Bier und Schnaps. Okay. Sogar Jugendliche versuchen sich auf dem Weg zur Schule mit Hochprozentigem einzudecken. Da ich die Gesetze aber sehr ernst nehme, kriegen sie bei mir nichts. Ja, bloß ziehen die Kids dann wahrscheinlich einen Laden weiter, wo man es nicht so genau nimmt. Okay.
Okay, wen frage ich da? Wenn ich sie bin, frage ich da. Können wir da kurz hingehen? Ich glaube, da ist aber nichts Neues. Nein. Vielleicht setzt sie Antonio da, wer weiß. Der Direktor wünscht nicht gestört zu werden. Ah, wir können gar nicht mehr zum Auto. Ja, zum Parkplatz meine ich. Das heißt, dieser Ort ist auch obsolet eigentlich. Vielleicht ist er doch im Internat, wer weiß. Tja, für heute dürfte sich der Computerspaß erledigt haben. Ja, es muss sie sein. Komm schon. Hat sich die Katze verabschiedet? Ihr habt mich mit dem Baldrian auf eine gute Idee gebracht. Ich habe ein Tuch getränkt und das Vieh damit nach draußen gelockt. Jetzt sind wir beide glücklich. Mietz, Mietz, Mietz. Nanu? Keine Antwort? Keine Katze. Ah. Frau Glockner, darf ich mal Kleister anrühren? Wenn gerade kein Handwerker auftaucht und ran will, geht das klar. Cool. Keine Ahnung, wie das geht, aber cool. Zu dünnflüssig. Das scheint mir fast... Ja, das kommt hin. Novaks Wagen wurde mit Tapetenkleister für schweren Wandbehang eingesaut. Ich weiß nicht recht. Okay. Sagen Sie, Frau Glockner, hier kommen doch viele meiner Mitschüler vorbei. Hat sich da mal jemand Tapetenkleister für schweren Wandbehang besorgt? Ja, woher weißt du das? Kurz vor euch war eine Schülerin hier und hat gleich mehrere Packungen gekauft. Für den Kunst- oder den Werkunterricht, vermute ich. Wie sah sie aus? Schlank, gestylt, kastanienbraunes Haar. In eurem Alter. Sie trug den Bauch frei und hatte so ein Piercing am Bauchnabel, eine Sonne. Das ist mir aufgefallen, weil es so gewagt war. Sagt mir nichts. Ja, trotzdem danke. Es könnte diese komische Frau sein da. Gehen wir noch mal dahin. Das Mädchen mit dem Piercing. Das ist Fabienne. Sie hat sich die Webcam ausgeliehen. So, Fabienne, jetzt rück mal raus mit der Sprache. Deine Streiche gehen zu weit. Versteckst deine Webcam auf dem Damenklo, kleisterst Novaks Wagen voll und schiebst ihm andauernd Schnapsflaschen unter. Sag mal, tickst du noch ganz richtig? Musste ich hier warten, um mich anmachen zu lassen? Die Webcam habe ich selber gesucht. Was kann ich dafür, wenn so ein Hirni sie mir klaut und was ausfrisst? Was ist denn hier los? Ah, Fabienne, mit dir wollte ich sowieso mal sprechen. Frau Bach, machen Sie mit ihr für nachher einen Termin aus. Ja, mach ich. Es ist besser, du gehst jetzt erstmal. Warum? Der Direktor wünscht nicht gestört zu werden. Ich und meine Gutmütigkeit. Frau Müller-Borello, wir brauchen Ihre Hilfe. Als Lockvogel. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Schieß los, Tim. Wir haben herausgefunden, dass man anonym und gegen Geld verschiedene Schülerstreiche in Auftrag geben kann. Man muss nur den Namen desjenigen aufschreiben, dem man Schaden zufügen will, und den Rest übernimmt der Täter. Wir kennen den Übergabeort, eventuell sogar den Täter. Um ihm aufzulauern, würden wir gerne Ihren Namen als Opfer aufschreiben. Ihr fangt ihn ja sicher ab, bevor er mir gefährlich werden kann, oder? Gut, ich bin dabei. Falls du was zu schreiben brauchst, setz dich ruhig an Herrn Novaks Schreibtisch. Okay, das heißt, wir schreiben jetzt einen Auftrag... Beim Brunnen? Okay.
Weiß nicht, wie wir das abfangen wollen. Aber womit könnte ich schreiben? Mit einem Bleistift. Gar nicht so leicht, mit links zu schreiben, wenn man Rechtshänder ist. Na also. Okay, dann ab zum Dings und... Da können wir das auch einwerfen? Nein, wir haben kein Geld, das wir beilegen könnten. Achso, wir brauchen Geld. Ja, okay. Weil davon hat sie nämlich nichts gesagt, die Antonia. Dann müssen wir vielleicht noch was abheben, wenn es sein muss. Der Typ wird schon arm. Oha, ganz schön gierig das Teil. 1789 war es. Also 1, 7, 8, 9. Die ändert sich ja nicht. Na also. Mein Vater würde mir gehörig den Kopf waschen. Bloß nicht übertreiben. Das ist zu viel. Also mehr will ich wirklich nicht haben. 10 Jahre später. Na komm schon, du lahme Ente. Gut geblecht, Maschine. So, die muss mit. Nun wird sein des Paukers Pein. Nun wird sein des Paukers Pein. Nun wird sein des Paukers Pein. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Erstmal heißt es, sich verdrücken. Aha, der Eimer steht oben. Ah, ich habe ihn da nicht drauf getan, okay. Sieh an, leer. Na dann ab zur Borello. Vielen Dank, dass du mir eine ganze Stunde deiner Freizeit geopfert hast. Du hast dich getraut, was viele deiner Mitschüler nicht wagen. Ja, jetzt wissen sie wenigstens, wer hier immer die große Abzocke macht. Knöpfen Sie sich diese Ratte von Keimer richtig vor. Oh mein Gott. Ach Tim, du bist doch sowieso dauernd im Lehrerzimmer. Sieh doch mal nach, was Frau Müller-Borello hat. Mach ich. Frau Müller-Borello, ist Ihnen etwas zugestoßen? Stell keine Fragen, Tim, sondern sieh dir dieses Päckchen an. Das lag in meinem Fach im Sekretariat. Ich habe es entdeckt, als ich mich vor 10 Minuten frisch machen ging. Frau Bach wunderte sich selbst, woher es kam. What 5 Minuten zuvor sei das Fach noch leer gewesen. Es hat keinen Absender. Und der blutige Finger, der ist aus Plastik. Der Streich, den ihr erwartet habt, nehme ich an. Aber was bedeuten die Würfel? Sieht aus wie ein Rätsel. Fabienne kann das Päckchen nicht gebracht haben. Sie war zur fraglichen Zeit beim Direktor. Mal sehen, ob uns was zu den Buchstaben einfällt. Was ist mit Tim jetzt eigentlich? Mit Fabienne, meine ich. Macron. Marco? Oh Gott, mein kleiner Sohn heißt doch Marco. Wenn Sie ihm nun was angetan haben. Er sollte zu Hause sein mit dem Babysitter. Ich rufe an. Ich muss Gewissheit haben. Oh, es geht niemand ran. Wieso geht denn niemand ans Telefon? Was haben Sie vor? Ich fahre nach Hause, auf der Stelle. Wenn es Neuigkeiten gibt. Ihr von TKKG wisst ja, wo ich wohne. Hallo, Frau Müller-Borello. Alles in Ordnung? Marco ist wohlauf. Sein Babysitter konnte vorhin nur das schnurlose Telefon nicht finden. Darum hat sich niemand gemeldet. Allerdings bekomme ich jetzt so merkwürdige Anrufe, bei denen gleich aufgelegt wird oder jemand schwer atmet, ohne was zu sagen. Also dieser Streich geht eindeutig zu weit. Das stimmt. Aber Leute, ich höre jetzt hier auf und wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Wir sind hier schon bei der Hälfte, also war nicht schlecht.